Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Sims. So, jetzt kann sie erstmal alles aufräumen und danach kann sie frühstücken. Ja, machen wir halt nochmal Rührei mit Speck, dann ist das weg. Oh, i. Hä, du brauchst einen Mülleimer? Wir haben doch einen Mülleimer. Wo ist denn unser Mülleimer? Da. Hä? Wieso geht unser Mülleimer nicht? Wir waren doch gerade am Mülleimer. Oder ein Becken. Hä? Bist du dumm, Spiel? Hast du es jetzt? Ich würde es gerne wegwerfen. Dankeschön. Okay. Er hat nicht erkannt, dass dort ein Mülleimer ist. Sehr interessant. Ach lol, die musste jetzt jeden Haarbüschel einzeln wegwerfen. That takes time. Junge. So kann man das natürlich auch machen. Wie viel Fläche haben wir eigentlich? Das ist unser. Okay, ja. Wirklich groß ist das jetzt nicht. Aber für das Haus reicht's ja. Für das Haus reicht es auf jeden Fall. Ja, ich werde gleich auf jeden Fall erstmal ein neues Katzenklo dahinstellen. Ist ja eklig. Also das selbstreinigende Ding da, das bringt auch nichts. So. Katzenklo. Katzenklo. So. Ach so. So. Zack. Nice Klo. Mein Gott, ist das nervig. Jetzt muss ich jeden einzelnen Haarbüschel wegtun. Oh mein Gott. Okay, ich spür mal vor. Geh doch! Da aufs Klo kannst du alle Male, Mädel. Ja. Du musst etwas schneller. Etwas schneller. Okay, der Müll ist weg, aber diese Schale ist immer noch nicht weg. Diese Penny will jeden Tag mit mir abhängen und ich muss jeden Tag arbeiten. Alright. Ah, Absid. Oh mein Gott, wir kommen zu spät zur Arbeit. Geh einfach zur Arbeit, Mädchen. Lass es einfach stehen. Miau, miau, miau. Gibt's nicht so einen Katzenparcours oder sowas? Katzen. Katze. Katze. Spaß 3. Junge, was ist denn das für ein fettes Ding? Hm. Das ist doch doof.
Okay, dann lassen wir es halt erstmal so. Wir arbeiten natürlich fleißig. Oh nein. Lisa, deine Schwester-Idee für ein neues Schiffsnavigationssystem, aber ihr Vorgesetzten haben es noch nicht genehmigt. Sie weiß, dass es zu jedem Zeit ein Geld sparen würde, aber dazu müsste sie es einfach mal ausprobieren. Nein, wir warten natürlich auf Erlaubnis. Sehen Sie, sobald es genehmigt wurde, auch die Mutter sind so begeistert davon, dass sie jetzt übel nehmen, dass es nicht wieder... Was? Was? Ey, ganz ehrlich, so welche Leute gefallen mir am liebsten, ne? Haut bloß ab, ihr Idioten. What? Wir wurden befördert. Geilomat. 17 mehr. Okay, Logik. Trainieren. Tagesaufgabe ist jetzt trainieren. Das gefällt mir. So, wo sind wir? Sehr, okay, sehr angespannt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal schön ein Schaumbad nehmen. Schön, undankbare Pluten, aber ernsthaft. Manchen Leuten kann man es auch nicht recht machen. That's the problem. Oh, schau dir an, was sie anhat für die Arbeit. Das gefällt mir sehr gut. So. Danach können wir Rührer mit Speck essen und danach können wir das aufräumen. Und danach können wir uns mit unseren Miezis... beschäftigen. So. Los! Der Spaß geht nicht hoch. Okay. Die ist immer noch angespannt. Aber du kannst doch jetzt was essen, Mädchen. Oh. Okay, okay, stopp, ist es nicht. Das stinkt schon. Aufräumen. Oh mein Gott. Marke du sauber und dann gehst du zu deiner Mietzi und fragst, was los ist. Oh. Wie kann man sich direkt einrollen und pennen? Verstehe ich nicht. Los, mach schneller. Los, geh auf Klo. Oh, jetzt geht's besser. Bürsten. Laserpointer spielen. Bombe wecken. Lieblingsstelle kratzen. So, komm mal runter, gedackelt, Mädel. Hallo, stopp. Streicheln. Ach ja. Ist schon schön. Chippy, Chippy. Sehr schön, dass es eigentlich dem Menschen mehr Spaß macht, mit den Tieren oder mit einer Katze Laserpointer zu spielen, als der Katze wahrscheinlich. War das jetzt die Katze? Bist du jetzt aggro? Aggro, Mizi! Aggro, Mizi! Schon schwer, sowas. So. Wo ist unser Liebster? Da. An Lieblingsstelle kratzen. Streicheln. Freundlich. Hm.
Mehr. Oh, da war's. Bürsten. So. Einmal die Katzen müssen ja auch mal ihr Liebe bekommen, du. Oh ja. Ihr seid fein. So, einmal der Greenie und einmal Bombay, einmal ins Bettchen. Schwobi. Und schlafen. Fina. Wago. Ah, Nebs. Quas? Oh, you missa. Schon spät. Ab, ab. Okay, Bombay ist gerne bei uns. Ach, Greenie, sorry. Schlaf, Katze. So wie die. Los. Möchtest du nicht? Schade. Übrigens, wir haben ja theoretisch ein ganzes Extrazimmer, was nicht genutzt wird. Oh Vielleicht könnte man hier doch noch so eine Tür hinmachen oder so. Ist hier jetzt einfach schlafend umgekippt? Oh, was hast du da? Kartoffeln? Was macht sie überhaupt? Specksalat, Tomatensandwich. You can do this, girl. Wir können heute auf jeden Fall auch ins Gym gehen mit ihr. Sie immer, hallo, du hast einen Esstisch. Wofür hast du eigentlich einen Esstisch, Mädchen? I don't get it. Macht mich wahnsinnig, du. Da, seht ihr diesen Raum, den es noch gibt? Just saying. So. Alright, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.